Nicht zappeln. Du willst doch Tierärztin werden. Zeit fürs Praktikum. Oh oh. Ich will weg! Du wirst's nicht glauben, bis du es selbst gesehen hast. Sie könnten auch einfach fragen, Mann. Fuck. Geh nicht zu nah ran. Maiden. Wo genau bist du? Over. Mist. Mhm. Ich mache ihn nur fertig. Bringt uns das was? Hilfe! Er hält uns auf der Polizeiwache gefangen! Hilfe! Bin unterwegs. Over. Das war echt dämlich. Dezent. Sie können mich nicht hier lassen! Doch, ich kann. Hat er recht? Kann er echt? Hat er gemacht? Ist gegangen. Der am Telefon hat sich angehört, als wäre es der alte Opa von den Rednecks. Oh Gott, oh Gott. Sag mir, was du fühlst oder ich bin hier. Was machen wir? Was machen wir? Ich bin hier wird wahrscheinlich nicht viel bringen, weil der wahrscheinlich aggressiv wird, so wie Nick auch schon. Klinisch. Max, sag mir genau, wie es dir geht. Lara. Ich fühle mich schlecht. Inwiefern schlecht? Einfach nur schlecht. Komm näher, zeig mir deine Augen. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Max, ich muss dich beobachten. Ist das jetzt nah genug für dich, Bitch? Uff. Ja. Okay. Max? Es platzt da wieder, oder? Max? Sag mir, was los ist. Ja. Oh, shit. Wohl auch rausgefunden, woher das kommt. Leb wohl, Tiefenwahrnehmung. Steckt sie gut weg, die Tatsache, ne? Vielleicht steht sie ja noch ein bisschen unter Schock. Mal sehen, was der Scheißkopf versteckt. Kann ich mir den jetzt nochmal angucken oder wird der da... Ah, der wird wahrscheinlich extra zugenebelt, dass ich nichts sehe, oder? Gott! Willst du mich komplett umbringen, ey? Wieso ist sie so blöd und läuft nochmal so knapp an dem Ding vorbei? Kann ich da noch näher ranlaufen? Hallo!
Max, wie geht's dir, Max? Oh Gott. Schnell weg. Ja, dann gehen wir uns mal umschauen. Was ist da? Wahrscheinlich immer noch das Ding an der Wand, oder? Ja, gut, das kennen wir. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das was bringt, wenn wir uns hier noch umsehen, umschauen. Mit dem Stein da wird wahrscheinlich nicht viel gehen jetzt. Ist wahrscheinlich immer noch dasselbe, oder? Da geht nichts. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal gucken, was der Polizist hier macht. Oder was er hier nicht macht, weil er nicht da ist, sondern was er hier versteckt. Der Schweinepriester. Krummel nicht so rum da hinten, Mensch. So, hier haben wir uns gerade verarztet, so wie es aussieht. Hier ist nichts. Ups, außer eine Wand, gegen die ich laufe. Elegant gemacht. Da lang. Ja, die Kamera ist mir ein Ticken zu nah dran irgendwie, finde ich. Ich sehe mehr Nacken wie sonst was. Das ist auch schon ein bisschen besser hier. Türe. Gehen wir mal dran. Verschlossen, ne? Ich sag's euch, wenn der jetzt gleich noch ausbricht da hinten. Ich sehe schon kommen. Das ist alles abgeschlossen, ne? Was versteckt er? Ich glaube, der versteckt einiges. Der versteckt sehr viel. Was haben wir hier? Da geht's hoch. Ist hier noch irgendwie was? Hier haben wir nochmal eine Türe. Ist hier irgendwas an den Tischen? Eine Tarotkarte. Das habe ich gerne. Schöne Sache. So, dann gehen wir mal. Hier war nichts. Gehen wir mal an die Türe hier. Wahrscheinlich auch zu. Verschlossen. Klar. Aber ich kann Max nicht verlassen. Besser weitersuchen oder zurück in meine Zelle und warten. Wir gehen jetzt mal nach oben. Oh Gott. Fuck. Ich muss mich bald ausruhen. Halt durch. Wir haben es gleich geschafft. Aha. Die Tür ist mal offen. Ja, hier sieht's aus. Hier war wohl schon länger keiner mehr. Also auf jeden Fall nicht zum Arbeiten, so wie es aussieht. Jesus. Das sieht ja scheiße aus. Haben die keine Putzfrau hier? Oh Mann. Wer das mal trug, dem geht's nicht besonders toll. Verkohlter Sheriffstern. Verkohlter Sheriffstern. Burn, burn, baby, burn. Oder so. Ist sowas in der Art. Was haben wir hier? Noch so ein Siffraum. Ja, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, hier arbeitet schon seit längerer Zeit niemand mehr. Außer der eine Dude. Juli. Dann, was war am 7.? Wir überlegen. Was haben wir hier? Hier geht nichts. Was haben wir hier? Ah ja, hier ist was. Da spinnt. Da liegt das Zeug rum wahrscheinlich, oder? Betäubungsmittel. Damit muss er mich betäubt haben. Nimm mit. Ich versteck's in der Zelle. Yes, gute Idee. Das scheint gute Idee, ist das. Ich sollte schlafen. Nee, jetzt warte kurz. Halt durch.
ein bisschen noch durchhalten, bitte. Was war das jetzt? Ein Affe? Ein Vogel? Irgendwas? Hier können wir auch noch rein. Da hängt schon was an der Pinnwand, das ist obvious. Ja. Das war ja fast klar. Ach, Muttersöhnchen. 56. Sein Geburtsjahr war dann 1965. Aha. Was stand da jetzt? Irgendwas mit guter Junge? Herzlichen Glückwunsch, Sohn. Alles Gute. Schon 56. Wo ist nur die Zeit geblieben? Bist ein guter Junge, Travis. Herzlichen Glückwunsch. In Liebe, Ma. Der Travis Hackett in dem Fall. Wenn das stimmt. Müssen wir uns merken, der Travis. Hier geht nichts. Travis und Chris. Eventuell ist das der Bruder von ihm oder so. Könnt ja vom Alter her wahrscheinlich hinhauen. So, jetzt wackeln wir wieder die Treppe runter. Und dann können wir, glaube ich, noch Richtung... Er grummelt wieder. Dann können wir noch Richtung hier hoch, glaube ich, ne? Genau. Schaffen wir das noch, gute Frau. Ja, da haben wir noch was. Was versteckst du, Travis? Entlassungsanordnung. Jesus Gott. Die hat sich gerade so umgedreht, als würde da einer zur Tür reinkommen, ey. Junge, Junge. So, was steht hier? An bizarr oder banal. Mir ist so angekommen, dass sie vor kurzem eine Folge ihres Podcasts veröffentlicht haben. Meine Zunge heute wieder. In der es um die Stadt Northkill und insbesondere um Hackett's Quarry geht. Wenn ich den Kontext richtig deute, befasst sich diese Episode mit dem Mysterium eines Geistes in den Wäldern. Auch wenn die Idee an sich völlig absurd klingt und, wie sie sicher wissen, keine Geister existieren, muss ich ihnen hiermit mitteilen, dass die Eigentümer von Hackett's Quarry Bedenken geäußert haben, dass derart geschmacklose Geschichten den Umsatz ihrer zahlreichen Geschäftszweige schädigen könnten, darunter auch den des Hackett's Quarry Sommercamps, welches sich als sichere und kindgerechte Umgebung für Kinder aus dem ganzen Land versteht. Sicher und kindgerecht? Das habe ich genauso gesehen, ja. Ja, mhm. Vor diesem Hintergrund muss ich Sie dazu auffordern, diese Episode Ihres Podcasts zurückzuziehen und jegliche weitere unangemessene Berichterstattung rund um Hackett's Quarry zu unterlassen. Sollten Sie diesem Wunsch nicht entsprechen, werden die Eigentümer des besagten Grundstücks nicht davor zurückscheuen, rechtliche Schritte einzuleiten. Bitte verstehen Sie diesen Brief als förmliches Ersuchen im Sinne der Interessen beider Seiten. Hochachtungsvoll, Travis Hackett, Sheriff, Polizeibehörde von Northkill. Northkill, Bundesstaat New York. Also heißt er wirklich Travis Hackett. Jetzt sind wir uns ganz, ganz sicher. Jetzt dreht sich wieder so zur Tür. Das ist erschöpft. Captain Obvious. Und ich auch. Ich muss schlafen. Nix, jetzt wird nicht geschlafen. Es wird noch nicht gepennt. Ich bin neugierig. Anne Radcliffe und Edward Benson. Wer das wohl ist? Die Wanderer. Das sind die Wanderer. Und die vermisste Katze. Nein, die arme Katze. Ja, das sind safe die zwei Wanderer. Da ist ja eine Leiche im See geschwommen und die Rucksäcke in der Speisekammer da, wo Jacob das Bier gefunden hat. Sind die Rucksäcke von den zwei in dem Fall. Jetzt hacken wir uns noch ein bisschen in den Computer rein. Hackerwoman schreitet zur Tat. Oder auch nicht. Sie haben mir alles genommen. Töte sie. Hallo? Okay.
Leitung tot.